leave us, just watch. Late night, I go. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und einem neuen Format auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan, aka HSPLP, seit 5 Jahren fast mit dabei. Ihr kennt mich, wer hier aktiv dabei ist. Und zwar soll es heute mal um die Kanalvorstellungen gehen. Ja, ihr habt richtig gehört, ich mache ja seit Anfang Januar 2013 mache ich ja regelmäßig oder halt wie die Bewerbung halt oder so viel ich halt Bewerbungen bekomme. Mache ich halt Kanalvorstellungen, weil ich wollte einfach auch mal kleinere Kanäle oder generell Kanäle unterstützen, weil ich wurde selber früher vorgestellt, als es nicht so gut lief. Und da habe ich mir gedacht, gibst du den Leuten da draußen mal was zurück. Und zwar bei diesem Formatnamen, also einen Formatnamen habe ich noch nicht so wirklich. Ich bin am Überlegen, entweder das Format zu nennen, was wurde aus oder was macht eigentlich, der jeweilige Kanal. Da werde ich bestimmt, wenn ich das Video schneide, habe ich mir da einen Formatnamen überlegt. Und zwar werden wir pro Folge 5 ehemalige Kanäle, die ich vorgestellt habe, werden wir uns mal genauer ansehen. Was wurde aus diesen Kanälen? Ne, sagt ja schon der Name. Ist dieser Kanal noch aktiv? Was macht er für Videos? Und so weiter und so fort. Und zwar fangen wir jetzt mal an, damit wir das Video nicht unnötig in die Länge ziehen, mit dem LP Sanko. Das war nämlich der allererste Kanal, den ich vorgestellt habe. Und zwar habe ich das Video am 12. Januar 2013 hochgeladen. Also es ist so ein bisschen die Reise in die Vergangenheit für mich. Ja, ist auch für mich mal schön zu sehen, wie sich die Kanäle entwickelt haben. Sehe ich auch immer sehr gerne. Und zwar hatte er, als ich ihn vorgestellt habe, 8 Abonnenten. Hat jetzt 49 Abonnenten. Ja, hat fast 40.000 Videoaufrufe. Das ist gut. Ist seit dem 22.05. mit dabei. Wir sehen jetzt aber auch in der Videobeschreibung, wenn man da ganz kurz reinschaut. Endlich wieder YouTube. Knapp 1,5 Jahre war dieser Kanal pausiert und ist jetzt wieder voll dabei. Also er hat mal eine längere Schaffenspause, sagen wir mal so, hat er gemacht. Vielleicht hatte er in der Zeit gar keine Lust auf YouTube oder wegen der Arbeit, man weiß es ja nicht, oder wegen der Schule, ich weiß ja nicht, wie alt der LP Sanko ist. Hier hat er dann seine laufenden Projekte. Und zwar schauen wir jetzt mal kurz zu den Videos rein. Da hat er vor einem Jahr leider zuletzt ein Video hochgeladen, und zwar Let's Play Banished, wenn das so ausgesprochen wird. Folge 30, so langsam wird's wild, hatte ich gerade noch gelesen. Nein, so langsam wird's, stand da. Also vor einem Jahr hat er zuletzt ein Video hochgeladen, 50 Aufrufe hat er auf dieses Video gehabt. Kanalbanner hat er, aber leider kein Kanallogo. Ich denke mal, er hat den Kanal auch, beendet. Also für mich sieht das so aus, als würde er leider nichts mehr machen. Aber das ist ja auch mal ganz interessant zu sehen. Er macht offensichtlich leider keine Videos mehr. Gut, kann man nichts ändern, ne? Kann man nichts dran ändern. Es ist aber mal interessant zu sehen, was aus diesen Kanälen geworden ist und so weiter und so fort. Und dann, ja, würde ich sagen, war es das mit dem ersten Kanal, ja, von 5 insgesamt. Also ich versuche immer 5 Kanäle pro Folge zu schaffen, soweit wie es geht. Ich werde mich so kurz wie möglich halten, aber bei dem einen Kanal gibt es halt ein bisschen mehr zu erzählen, bei dem anderen ein bisschen weniger, das ist halt so. Das war also der erste Kanal, den ich vorgestellt habe. Das Video habe ich am 12. Januar hochgeladen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich mit dem zweiten Kanal wieder, nach einem ganz kurzen Cut. Bis gleich. So, dann sind wir jetzt auf dem zweiten Kanal angekommen, und zwar war der zweite Kanal die Kanalvorstellung von Jolina Hawk. Da war ich selber auch mal zu Gast bei einem Let's Play Interview, also das hat sie irgendwie für einen Radiosender, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ist leider auch schon ein paar Jahre her, hat sie mich gefragt, ob ich nicht ein Interview machen möchte mit ihr, und da hat man sehr viel Spaß, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, ist wirklich ein herzensguter Mensch, ja, das mal vorneweg, das werdet ihr aber auch sehen, wenn ihr euch die Videos mal anschaut. Dann wollen wir auch hier mal zurückblicken, die Kanalvorstellung von Jolina Hawk habe ich am 13. Januar, also einen Tag später als der LP Sanko hochgeladen, auch 2013, sie hatte zu der damaligen Zeit 81 Abonnenten, hat jetzt, wie ihr seht, 1.371 Abonnenten, eine halbe Million Videoaufrufe schon, ist insgesamt schon seit dem 20.10.2012, also seit 4 Jahren mit dabei, geht jetzt in ihr viertes Jahr, oder ist in knapp 3 Monaten genau 4 Jahre dabei, also ist es auch schon eine sehr lange Zeit, die sie da durchgehalten hat, sage ich einfach mal so, aber sie macht das auch wirklich aus Spaß, das merkt man in den Videos, das merkt man auch in dem Umgang mit ihrer Community, in den Kommentaren vor allem, also das macht sie wirklich schon super. Hier unten sind, wie gesagt, ein paar Links. Könnt ihr euch einmal durchschauen. Ich will, mich hier so kurz wie möglich aufhalten. Jetzt ist die Seite irgendwie fail. Ach nee. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Das ist manchmal bei mir so, dass die Seite dann irgendwie weiß wird und dann hakt das manchmal ein bisschen. Also wir sehen hier auch, sie ist noch sehr aktiv. Ja, sie lädt jetzt wieder regelmäßiger Videos hoch. Sie hatte vor einer Zeit mal eine kleine YouTube-Pause eingelegt. Ich weiß nicht, ob man das hier mal sehen kann, das Video, hier hatte sie das Video hochgeladen, vor 3 Monaten, dass sie ein kleines
ein kleines Päuschen macht. Dann kam noch eine Folge von Mass Effect 3 und dann kam erst wieder vor 4 Wochen ein Lebenszeichen einer Urlauberin, wie sie das selber gesagt hat. Ja, in Anführungszeichen Urlauberin. Und seitdem macht sie wieder aktiv Videos pro Tag, versucht sie wieder ein Video hochzuladen. Also Julina Hawk, was wurde aus Julina Hawk oder was macht eigentlich Julina Hawk? Julina Hawk ist noch sehr aktiv dabei auf YouTube, mit Spaß und mit Freude, hat jetzt 1371 Abonnenten, mehr als 500.000 Aufrufe, also sie ist noch aktiv dabei, das freut mich. Das war der zweite Kanal, dann sehen wir uns gleich beim dritten Kanal wieder, nach einem ganz kurzen Cut, bis gleich. So, dann machen wir weiter mit dem nächsten YouTube-Kanal, auch das gehört mit in das Format rein, weil es gibt ja auch Leute, die ihren Kanal schon geschlossen haben und genau so einen Fall haben wir jetzt hier, den dritten Kanal, den ich vorgestellt habe, das Video, das war am 19. Januar 2013, da habe ich das Video hochgeladen und zwar vom Kischel LPS, ihr seht hier oben die URL, ja, vom Kischel LPS seht ihr hier oben die URL, ja, er hat seinen Kanal, wie es aussieht, geschlossen oder er hat seinen Kanal geschlossen, war vielleicht nicht mehr zufrieden, keine Ahnung. Und er hatte zu der damaligen Zeit, als ich ihn vorgestellt habe, 53 Abonnenten. Ja, er hat jetzt, wie gesagt, seinen Kanal geschlossen. Wir können leider nicht mehr raufschauen, aber das gehört halt auch dazu, weil es gibt Leute von damals, die haben ihre Kanäle ja geschlossen, aber das muss man dann halt auch mal zeigen, ne? Also, den Kischel LPS gibt's leider nicht mehr, aber den nächsten Kanal, den gibt's noch, versprochen. Nach einem kurzen Cut geht's dort weiter, bis gleich. So, der nächste Kanal ist nämlich Neon Akamanuel, so heißt er nämlich jetzt. Damals hieß er noch Neon Light 7. Ich habe auch mal das ein oder andere Video mit ihm aufgenommen. Er war zum Beispiel, kann ich mich spontan dran erinnern, mal in einer Folge von meinem Single Let's Play im Minecraft mit dabei. Das habe ich ja auch schon vor 2 Jahren mal beendet. Und er hatte zu der damaligen Zeit, als ich ihn vorgestellt habe, Video kam am 20. Januar 2013. Damals hatte er 32 Abonnenten, als ich ihn vorgestellt habe. Heute, seht ihr ja, hier hat er 176 Abonnenten. Ist ebenfalls aktiv dabei. Er hatte auch mal eine längere YouTube-Pause, wenn ich das so in Erinnerung habe. Er macht jetzt erst seit kurzem wieder Videos, hat 20.000 Videoaufrufe, ja, bis zum 20.07. mit Prüfung beschäftigt, rechnet, also derweil nicht mit regelmäßigen Uploads. Heute haben wir den 17.07., wo ich das hier aufnehme, 17.07.2016. Ja, wir schauen mal bei seinen Videos rein und ihr seht, der ist wieder aktiv, also die Prüfung scheint er jetzt beendet zu haben. Ja, Schießerei auf dem Schwarzmarkt, Spelunky-Ladenbesitzer, Rampage, glaube ich, wird das ausgesprochen. Minecraft hat er auch unter anderem mal gemacht oder das ein oder andere Minecraft-Video wird auch mal erscheinen. Hier war eine Folge Rocket League, hier war wieder eine Folge Minecraft Jump League, aber in der letzten Zeit ist halt dieses Spelunky, Shopkeeper, Rampage, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, wie gesagt, auf seinem Kanal aktiv. Das war der 4. Kanal und jetzt, kurz bevor das Video zu Ende ist, schauen wir noch auf den 5. Kanal vorbei. Und dann würde ich sagen, wieder nach einem ganz kurzen Cut geht's dort weiter. Bis gleich. So, und der letzte Kanal von der heutigen ersten Folge von Was wurde aus oder wer was macht eigentlich, je nachdem, wie ich das Projekt nennen will, ist Shadowfreak. Er hieß damals noch Shadowfreak 1964, jetzt heißt er nur noch Shadowfreak. Hatte, als ich das Video am 27. Januar 2013 hochgeladen habe, hatte er 37 Abonnenten, jetzt hat er 325 Abonnenten. Ihr seht das, beigetreten ist er am 30. Oktober 2011, also eine Woche später als ich. Ich habe ja am 21. Oktober meinen Kanal eröffnet. Mein Vorstellungsvideo kam dann auch ein paar Wochen später, aber da habe ich halt meinen Kanal eröffnet. Und der einzige Unterschied, leider, er macht oder er hat keine Videos mehr auf seinem Kanal. Hier seht ihr, hier sind nur Videos, die ja mit Mag ich bewertet wurden, also die Videos, die er geliked hat. Wenn wir mal nach vorne gehen auf die Übersicht, auf diesem Kanal gibt es leider keine Inhalte. Wenn wir auf die Playlisten gehen, da hat er zwar noch ein paar Folgen, ich weiß aber nicht, ob die auf nicht gelistet stehen oder auf privat stehen, das weiß ich nicht. Ihr könnt euch ja mal reinschauen, wenn es euch denn interessiert, ja, wenn euch der Kanal vielleicht gefällt, aber er macht jetzt leider keine Videos mehr. Ja, hier hat er noch ein paar Links unten rein. Ein Kanalbanner ist noch vorhanden, ein Kanallogo. Das ist, glaube ich, der Shadowfreak selber. Ne? Also er ist das, glaube ich, selber. Und dann, ja, weiß nicht, ob Shadowfreak TV, ob das jetzt sein neuer Kanal ist, da habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Vielleicht ist es ja sein neuer Kanal, habe ich jetzt spontan hier mal gesehen. Und dann, ja, würde ich sagen, war es das mit den 5 Kanälen zu Beginn. Nächste Folge gibt es dann die nächsten 5 Kanäle. Ich gehe immer nach der Reihenfolge. Ich habe da ja eine Playlist hier links. Seht ihr jetzt leider nicht im Video. Habe ich eine Playlist mit den Kanalvorstellungen. Dort schaue ich dann immer, wer dann danach kommt. Also die nächsten 5 stehen schon in den Startlöchern. Nach Shadowfreak habe ich hier schon auf der Rückseite alles aufgeschrieben.
Und dann, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mal eure Meinung dazu in den Kommentaren schreibt. Was haltet ihr von diesem Format? Ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall, damit ich sehe, dass ihr noch mehr Folgen davon sehen wollt. Lasst ein Abo da, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Die ganzen Links von den Kanälen habe ich mal unten verlinkt, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Falls ihr Interesse habt an den noch aktiven YouTube-Kanälen, sind ja mittlerweile leider nur noch zwei. Sind ja nur noch der Neonlight, also der Manuel. Und die Jolina Hawk sind ja von diesen fünf Kanälen nur noch die beiden, die am aktivsten sind. Naja, gut, alles klar. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst, wie gesagt, ein bisschen Kritik da, ein bisschen Bewertung. Das könnte man vielleicht ein bisschen besser machen. Vielleicht gibt es auch noch was, was ich ein bisschen verbessern könnte. Und dann will ich euch jetzt entlassen. Das war's. Schönen Tag noch. Ciao.